So, hallo, wir machen weiter. Beim Story-Modus von Super Mario Maker 2, wie versprochen, noch ein Part. Letztes Mal haben wir Yamamura kennengelernt, der sich immer mal wieder versteckt und uns dann krasse Sachen gibt, also Aufträge. Und jetzt, hier, einfach mal hier wieder einen Auftrag und dann suchen wir wieder Yamamura. Wir sind am Bauen vom obersten Obergeschoss und dann weiß ich nicht, was da noch kommt. 88% dürfte ja nicht mehr allzu weit dann sein. Ne? Oh, das ist ein Speedrun oder was? Wait, Nintendo, please. Ich hab doch keinen. Ach so, ich muss die. Ach so. Ach so. Besiege alle Knochen trocken. Jetzt habe ich das erst gelesen. Ach, und die. Die steigt bis hier hoch. Das ist nicht gut. Das ist nicht so, wie ich mir das... Okay. Warte, wir kriegen das ganz schnell hin. Achtung. Basuf. Wobei, warte, ich kann ja... Ah, geht doch einfach weg, Junge. Boah. Ah, jetzt geht er nicht kaputt, weil die da um... Boah. Alter. Geht er nicht kaputt, weil er am Boden schon liegt. Also ich darf nicht auf ihn draufspringen. Ich muss mir erst das Blatt holen. Dann drehe ich die kaputt. Gut, wobei, dann kann ich den ja wirklich so erledigen noch, ne? So, zack. Und dann machen wir das so. 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 Jetzt warten wir. Wow. Wow. Was ein großartiges Level, Nintendo. Was ein großartiges... Das war richtig kreativ und aufwendig zu bauen, ne? Ich habe mich zwar dumm angestellt, keine Frage, aber das Level war dumm. Sehe ich nicht. So, wo ist Yamamura? Muss jetzt wieder alles durchlaufen. Da diesmal nicht. Ich laufe jetzt einmal weiter. Ich gehe jetzt nicht in die Wolken. Also wenn er jetzt da oben ist, dann haue ich ihn. Oder wenn er in der Röhre ist. Ich würde halt jetzt irgendein anderes Tor diesmal wieder vermuten. Ist dieser Kerl? Na. Wo ist der Kerl? Der wird doch nicht da unten sein. Irgendwie vorher ist er wieder in den Wo. Ah, warte, ist die Münze wieder da? Schade. Das wäre cool. Wenn die mehrfach kommt. So, bist du eigentlich jetzt aus deinem Haus draußen? Aha. Einfach, weil du es kannst. Mit den Blöcken hat er aber auch nichts zu tun, ne? Ach, ich habe die andere Kanone jetzt nicht betätigt. Ah, ich bin doof. Gehen wir jetzt mal kurz hoch. Vielleicht ist da noch was. Und da wird nur fleißig gebaut. Da ist auch kein Vogel. Okay. Ja, dann halt nicht, ne? Dann schießt man nochmal die Kanone ab. Kein Vogel. Ja, bleiben ja doch nur die Wolken. Hä? Oder er ist halt einfach jetzt noch nicht da wieder. Aber woher weiß ich denn, wann er wieder da ist? Und wo? Ah ne, die Röhre hier ist ja auch noch da. Ja, wie, ich finde ihn jetzt nicht und ich suche hier alles umsonst ab. Dann,
bin ich sauer. Weil man nämlich Zeit verschwendet. Wobei, wir haben nur fast Zeit verschwendet, weil wir zumindest ein bisschen Münzen einsammeln dabei. Ein bisschen. Sei ein braver Yamamura. Mist. Aber woher weiß ich denn jetzt, wann er wieder da ist? Mistvieh. Ich habe jetzt ja alles hier probiert, ne? Mehr kann ich hier aktuell nicht tun. Na gut. Machen wir halt noch einen. Vielleicht muss dafür erst wieder was passieren, dass er wieder auftaucht. Ich weiß es nicht. Die Blinkblockade. Oh nein. Das sind die Blöcke, ne? Ja. Oh. Hier oben ist doch bestimmt was. Sag ich doch. Aber wie? Hä? Das reicht doch alles hinten und vorne nicht. What? Kriegt da ein Springboard oder so was hier innen drin? Ich meine, das sind 50. Wie sollen wir denn da hochkommen? Was? Ah, das war dumm. Oh je. Ach so! Ja, natürlich, es ist ja dieses. Es ist ja dieser. Dieses Dings. Ja, dafür ist es dann super einfach. Problem? Die Zeit. Das wird jetzt interessant. Aber mit der Katzenglocke komme ich jetzt zumindest ganz schnell hier hoch. Und dann. Hier und dann darüber. Und kann jetzt vielleicht. Oh no. Oh no. Oh no. Nice. Dann kann jetzt vielleicht zumindest den Rest. Wow. Relativ einfach gestalten, wollte ich noch sagen. Ich weiß ja nicht, wie weit das noch so ist. Das könnte funktionieren, ja. Ja, da wird es dann wohl reingehen. No! No! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, Ziel, 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 Ziel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Uff. So. 91%. Ne, 90. Aber jetzt dann 91. Plopp. Aber was sind denn die letzten 10%? Das Gebäude ist doch fertig. Was soll jetzt noch fehlen? Aber jetzt ist schon wieder was passiert. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ja, wer ist wieder entführt worden? Die große Todextraktion. Alle Bauern. Okay, diesmal sind einfach alle entführt worden. Alles klar. Gut. Mensch. Dann sind halt alle weg. 5 Toads. Okay. Ja. Okay. Also anscheinend gibt es dann 4 Räume. Aber wait, das heißt doch dann... Oh nein. Das heißt ja dann... Hä? Ach so.
Ich habe keine Checkpoints, ne? Ich muss alles am Stück schaffen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schwierig. Ja gut, das, okay, das sind einfach nur so vier Kammern dann, oder was? Oh, wenn ich da mittendrin sterbe, bin ich sauer. Mal wie... Oh Gott! Mach dich halt mal weg da jetzt. So. Ja, okay. Na, das kriegt man... Okay, aktuell wäre ich jetzt noch nicht sauer, wenn ich sterbe, weil das kriegt man jetzt noch relativ einfach nachgebaut. Nachgespielt, wollte ich sagen. Oh, stopp. Stopp. Wirklich. So. Die holen wir uns natürlich noch mit. Zack. Wo ist jetzt der fünfte? Achso, jetzt ist er hier auch offen. Ah, da ist er ja schon. Jetzt muss ich den nur noch behalten bis zum Ziel, ja. Na gut, das ist jetzt ja nicht das Problem, glaube ich. 30. Die hole ich mir aber sowas von, die 30. Nice. So. Oh. Geld. Aber wofür? Anscheinend brauche ich ja noch Geld. Was willst du denn? Wait. Wo ist mein... Oh nein. Jetzt hat er mir hier meine Toads. Oh nee. Oh nee. Ist jetzt nicht sein Ernst. Oh nein! Du willst mich doch mobben. Kehren die echt zu ihrem alten Platz zurück, oder was? Okay, den kriege ich hier, den kann ich hier abfangen. So! Oh, Kamek. Nicht Kamek, Magic Koopa. Wow. Wow. Was ein Troll, Mann. So, jetzt aber hier. Unglaublich. Aber 158 Münzen mit rausgenommen, finde ich gut. Sehr schön. Vor allem haben wir jetzt ja wieder schon ordentlich Münzen. Selbst wenn jetzt was zum Bauen ist, wir haben die Münzen ja zusammen. Hui, guck mal, da sind sie alle wieder. Ja, wow. Wie oft die sich entführen lassen, ist auch unfassbar. Öfter als Peach fast schon. So, was ist jetzt los? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn noch? Buntglas 2000. Ah ja. Gut, dann bauen wir halt noch Buntglas. Aber jetzt ist jetzt Yamamura wieder da. Wenn ja, wo? Aber aktuell habe ich ja... Genau, aktuell muss ich ja eh Geld... Sachen machen. Das heißt, wir können auch normale Aufträge spielen. Und Yamamura später. Yamamura kümmern wir uns später. So. Guck mal, wir haben noch 5 Seiten an Aufträgen. Wir haben doch niemals, wir kriegen doch nie, wir müssen doch niemals die alle spielen, um das Geld zusammenzubekommen. Wie kann das denn sein? Dass man da mit den Aufträgen nicht hinkommt. Das verstehe ich nicht. Kann doch nicht sein, dass das noch so lange ist. Oh mein Gott. Dass das noch so lange ist, dass ich, Hallo? Sag mal, bist du noch ganz frisch?
Es kann doch nicht sein, dass das noch so lange ist, das Level. Das Spiel. Also dieser Abschnitt. Dieser Modus. Jetzt kriege ich langsam das Wort hin. Dieser Modus, dass ich... Oh mein Gott. Dass ich... Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich krieg's nur nicht in Worte gefasst. No. No! Hör auf rumzuhüpfen, Mann. Dass ich noch so lange brauche dafür. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich lasse die Münze jetzt Münzen sein. So. Dass das noch so lange sein soll. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe einfach gut gewirtschaftet. So. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einfach sehr gut gewirtschaftet. Außer da kommt doch irgendwas, wo man dann plötzlich 10.000 Münzen braucht oder so. Dann kann ich es mir vorstellen. Keine Ahnung. So, gelb-rund wütend. Gelb-rund wütend. Pac-Man oder was? Was ist denn gelb-rund und wütend? Die Sonne! Nein! Natürlich! Na klar. Na dann sei mal wütend. Krass, wie wütend du bist. Ich hab schon richtig Angst, aua. Ah, es war ja dumm. Ja, gut. Da bin ich etwas zu weit nach vorne gesprungen. Etwas zu forsch war ich unterwegs. Etwas zu forsch. So, diesmal verlieren wir den auch nicht gleich wieder an irgendeinem blöden Maulwurf. Und dann können wir hier auch einfach easy rüber. So. Was? Wait, die gehen zurück. Ich muss hier rüber. Wait, hä? Ah. Ah, nee, war schon richtig. Okay, das funktioniert alles. Einfach so. Ich muss gar nichts machen. Ja gut, dann fahren wir jetzt eine Runde. Wolken-Taxi? Oder so? Wow. Das ist ja wieder... Nein! Kann mich jemand hauen, bitte? Oh yeah. Alter, ich... Kein Kommentar. Kein Kommentar. Wird das noch was? Oh oh. Hab's mir gedacht. Ach Mann. Ah, sowas Doofes. Jetzt bin ich gelbrund und wütend. F. 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 Ah, so ein Quatsch. Lassen das lieber und holen jetzt einfach die Wolken, wenn sie kommen. So. Mann!
Was ein Quatsch. So, jetzt fahren wir wieder mit dem Wolken. Ha, Haxi. Ich bleibe einfach stehen. Ich mache einfach nichts. Kann er mich eigentlich von selber runterschmeißen? Das wäre ziemlich doof. Sieht aber bisher gut aus. So, diesmal machen wir hier auch keinen Quatsch mehr. Wetten, es war genau am Ende. Ach, geh doch heim. Das war es halt wirklich. Wow. Ach so. Na, oh, da wäre noch eine 10er-Münze gewesen. Na gut. Egal. Ah, Mann, dieser Tod war wieder so unnötig. So. Guck mal, wir haben genau das Geld zusammen. Komm her. So, wie viel brauchen wir jetzt dafür? 5 Millionen. Nö, auch nur 5 Missionen. Okay. Und jetzt sieht das sogar... Guck mal, 8 neue Aufträge. Wie kann es denn sein, dass die Aufträge nicht ausreichen? Ich verstehe es nicht. Selbst wenn man den Quatsch hier nicht macht. Selbst dann reichen die Aufträge doch easy aus. Holy moly. So, ist jetzt ja Mamura wieder verfügbar irgendwo? Da schon mal nicht. Oder muss ich mit den... Oh, oh, deswegen ist der Hund... Oh! Du dummer Vogel, Alter. Okay. Verstanden. Auf zu besseren Gefilden. Das gibt jetzt ein Shirt. Das ist dann wohl der letzte Auftrag von ihm. Kanonenkugel Richtung Süden. Vom Himmel holen. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Keine Mission. Okay. Ach so. Okay. Na gut, das ist bisher ganz interessant. Moment, wie komme ich an die A? So komme ich daran. Oh Junge, der ist hoch, die ist hoch, das ist auch hoch, da komme ich rüber. Nein! Gib mir den. Ja, sick. Das war richtig schwer. Hat auf jeden Fall die 4er-Bewertung verdient. Ja, ja. Das war ja nix. Aber soll mir recht sein. So. Yamamura Strickhemd. Alles klar. Ach stimmt, diesmal hat der mir kein Level gegeben, der Typ. Frech. Aber gut, dann haben wir den jetzt wohl auch geklärt, ja? Ich habe überhaupt nichts gelernt. Aber gut, meinetwegen. Alter! So... Liebe Kinder, wenn ihr mit Buntglas arbeitet, macht es genau so. So setzt man Buntglas ein. Ganz genau so. Cooper-Auto. Alarm für Cobra 11. Ich würde jetzt hier auf Spotify gehen und das Alarm für Cobra 11-Team einspielen, aber... leider habe ich dann Angst, dass das Video gestreift werden könnte von RTL. Was nicht so cool wäre. Gut, die haben ja eh schon die Mario Kart Musik eingebaut, das ist auch cool. Yay! Ich meine, das Ding ist an sich cool, ne?
Wow, wow, jetzt bin ich wieder ganz unten. Oh nein, es ist mit Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt schon verhauen dann. Weiß nicht, wie freundlich Nintendo in dem Fall ist. Ob man perfekt durchkommen muss? Oder ob sie einen Puffer eingebaut haben? Für Leute wie mich, die nichts können. Oh no. No, 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 Zeit ist genug mit Puffer eingebaut. Alles klar. Ich meine, was soll nach dem Buntglas noch an Geld kommen? Ich verstehe das nicht. Vor allem die Prozentzahl steigt doch sogar mit den Hämmern, oder? 95%! Das heißt, nach diesem Buntglas ist es doch fertig. Wir schließen in diesem Part den Story-Modus ab, Leute. Das sind noch 3 Level. Was soll denn noch passieren? Guck mal, jetzt krieg ich, muss ich hier sogar 80 Münzen sammeln. What is... Oh mein Gott. Okay, das ist also so ein Level. Nein! Ich hoffe, ich darf einen verfehlen. Ich weiß es nicht. Das war ja super smart. Ja, cool! Super! Genau so. Genauso funktioniert das. Habt ihr es gesehen? Wait, wie komme ich... Ach, das ist dann ein Reset, wenn man hinten nicht genug Münzen hat. Verstanden. Das ist dann ein Reset, wenn man hinten nicht genug Münzen hat. Okay. Ja, den habe ich vorhin auch verhauen. Unglaublich. Yay, wir haben es zusammen. Ich traue mich jetzt auch gar nicht, die zu holen, weil wenn ich das verhaue, haben wir gerade gesehen, stirbt alles. Dann stirbt alles, was ich... Hä? Okay, wie kommt man da... keine Ahnung. Ach, mit dem... Ja, ja, doch, verstanden. Hab's verstanden. Mit dem, Dings kommt man daran. Mit dem Stachelviech. Wenn man den mitgenommen hätte. Aber ist okay, habe ich jetzt nicht. Passt schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, wofür ich jetzt noch Geld brauche. Ne? 96%? Was soll denn da noch kommen? Mehr Münzen. Werde ich jetzt runter zu dem? Nein, passt. Angst, dass ich runter zu dem Fisch gedrückt werde, aber alles in Ordnung. Ah, warte, ich muss die Münzen sammeln, ne? Ja. So. Noch nicht mal die Hälfte. Uff. Ich hoffe, da kommt noch ein größerer Münzenabschnitt. Sonst
sonst dauert das noch eine Weile. Ja, gut, das ist mein größerer Münzenabschnitt. Na gut, jetzt haben wir schon über die Hälfte. Ja, das sind auch einige Münzen. Nein! Ja, gleich zusammen. Easy. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht mehr. So, passt. Flop. Ja. Sehr schön. Dupdi-dupdi-dup. So, 97%. 98, ja. Mensch. Also ist schon wieder was passiert, oder was? Was ist denn bei euch immer verkehrt, Mann? Oh weh, oh weh, oh weh. Es gibt ein Problem. Ach, ihr meint mit eurer Massenpanik. Abrechnung mit Miausa. Jetzt ist die Bauleiterin entführt. Die brauchen wir doch gar nicht mehr. Die Tons bauen doch. Sie hat doch die Aus, ne? Die brauche ich doch nicht mehr. Nicht denn mit der? Na gut. Retten wir halt die Bauleiterin. Ist das jetzt das finale Level, ja? Aber das ist jetzt... Ja, okay. Das ist dann so... Okay, das ist das... Ja, ich verstehe. Ich verstehe, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Nintendo hat sich gedacht, wir brauchen am Ende eines Story-Modus wieder ein normales Bowser-Story-Level. Das heißt, wir geben das dem Spieler dann, wenn er nur noch einen Auftrag hätte, mit dem das Ganze dann beendet wird. Genau das hat sich Nintendo gedacht. Alles klar. Damit spielen wir jetzt ein klassisches Abschluss-Schloss-Level. Gut, machen wir das doch. Vielleicht stellen wir uns auch nicht ganz so doof an wie gerade. Da wäre ich schon mal sehr froh drum. Ich bin, oh. Bin halt einfach doof, ne? Und da es in 3D-Welt spielt, kann uns eben auch Mauser entgegenkommen. Da freue ich mich ganz besonders. Das brauche ich gar nicht. Hui! Ich habe jetzt aber nichts, um dich zu bekämpfen. Kann ich einfach gehen? Ah, soll ich wohl anscheinend. Okay, ich soll wohl gehen. Aber ich habe ja nichts, um ihn zu bekämpfen. Ich habe ja. Okay, das ist also ein Fluchtabschnitt gerade. Ja, gut, verstanden. Das ist jetzt ein Leben, das nützt mir auch nichts. Jetzt kriege ich wieder ein Koopa-Auto. Okay. Okay. Okay, wir fahren über diese Pflanze. Ja. Aua. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja zum Glück mehr Leben von so einem Auto. Wait, ich muss umdrehen. Ich muss hier hoch. Jetzt wieder so rum. Okay. Jetzt wieder hier hoch. Hi. Tschüss. Okay. Ah, Checkpoint. Okay. Und jetzt? Jetzt ist der Schiff wieder hier. Mach dich doch einfach mal... Alter! Ich kann halt nichts gegen dich machen! Okay, es ist also jetzt eine Flucht nach oben, ja? Okay, alles klar. Verstanden. Ich könnte hier ja klettern, wenn ich Katzen-Mario wäre. Bin ich aber nicht. Soll ich auch nicht. Darf hier nicht klettern.
Stattdessen muss ich jetzt vor... Okay, ja, verstanden. Wir fliehen weiter vom Jause. Oh mein Gott, hi. Das ist super fair von dir, dass du hier auftauchst. Ja, das war fair. Ah. Cool. Junge, ich schmeiß dich dem Viech ins Gesicht, ey. Komm ich da einfach schnell durch? Nein, komm ich nicht. Mach dich doch. Miauser. Miauser. Dankeschön. Ich komm nicht hoch, danke. Nein. Nein, hat ihn nicht wirklich interessiert. Wait, und ja. Ah. Jetzt kriege ich hier abwechselnd Pause, oder was? Ah. Aua. Wie oft muss ich den denn treffen mit dem Mist? Also öfter als dreimal auf jeden Fall. Okay. Das ist dann dieser Schlussbosskampf, ja? Okay. Ihr ihn mit Pause besiegen ist allerdings tatsächlich eine ganz interessante Idee. Aua. Na gut, ich krieg den Pilz doch irgendwie gleich wieder. Hallo? Gut, aber dann haben wir jetzt ja verstanden, wie es funktioniert. Kriegen wir umgesetzt. Wenn wir nicht dumm sind. Ich werde noch Game Over gehen. Ah. Kann ich nicht vielleicht sogar? Wow, das war nicht die... Das war nicht meine Intention. Ich wollte diesen Drehdings machen. Diesen Drehsprung. Aber der Drehsprung wollte nicht, dass ich ihn mache. So. Wehe. Gut. Da ist er halt vorne auf dieser Fläche gelandet. Das war super ungünstig, ne? Wow! Ja, toll. Komm halt her. Ich kann auch auf einer Seite bleiben. Ich muss gar nicht hin und her wechseln. Oder? Nee, muss ich gar nicht. Ach, viermal und dann ist er tot. Ja, okay. Sensationell. Oder kommt jetzt noch was? Nein. Ach so, ich muss sie ja retten. Ach so, das ist so nur eine Sequenz. Okay. Es war keine Reiche des Tod, Reiche des Team mit Tod, weil dann hätte es keinen Checkpoint gegeben. Habe ich jetzt gerade gar nicht realisiert. So. Zum Schluss nochmal 88 Münzen gesammelt, finde ich gut. So muss das. Yay. Wir brauchen sie zwar nicht mehr, aber wir haben sie gerettet. Das Buntglas müsste fertig sein. Ja, er hat es jetzt lang genug mit dem Hammer bearbeitet, glaube ich. Ja, Mensch. 100%. Und ich habe noch 5 Seiten Aufträge übrig. Wie kann das Geld nicht reichen? Oder gibt es noch Bonuskram, für den ich Geld brauche? Prinzessin Peach holen. Da ist es schon. Hätte jetzt sein können, dass wir noch ein Flugzeug bauen müssen. Oder ist noch ein Off-Schalter aufgetaucht? Da ist ein On-Off-Schalter aufgetaucht. Habe ich genau gesehen.
Ja, du hast einen Kuss auf die Wange bekommen. Mensch! Sensationell, Mario. Sensationell. Die Reaktionszeit war auch so. Eine Minute. Okay. Cool. Hey, da fliegt Yamamura durch die Gegend. Alles klar, wir sind wieder alle happy. So. Nein. Warum lassen die das da eigentlich immer liegen? Was? Was ist das jetzt? Hallo? Ich kann nichts drücken. Hä? Das war ein Screenshot. Sind das jetzt Credits? Es sah aus, wie wenn es interaktive Credits wären, aber es sind nicht interaktive Credits. Das war noch ein Screenshot. Ich kann nichts... Okay. Ja gut, dann gucken wir uns halt kurz die Credits an. Guckt mal nach oben rechts. Ja, dann erzählt mal eine Geschichte. Wir haben jetzt 150 Sekunden noch Zeit. Über 2 Minuten, ja. Über 2 Minuten nicht interaktive Credits. 2019. In einem Nintendo-Spiel. Okay. Man hätte doch zumindest, keine Ahnung, Münzen platzieren können, zu denen man springen kann. Aber es passiert halt nichts. Nichts. Also ihr könnt mir jetzt 2 Minuten zuhören, wie ich meckere. Ich habe echt viel bei dem Story-Modus gemeckert. Ne? Wir haben noch so viele Aufträge. Also ich werde mich gleich umgucken und schauen, ob es noch mehr jetzt gibt. Außer die Aufträge halt. Es kann ja sein, dass da jetzt noch mehr ist. Die Antenne zum Beispiel, oder was das ist, haben wir noch nicht, dieser Kugelstab da, der ganz links ist, den haben wir noch nicht ausgelöst. Der On-Off muss noch gedrückt werden, der jetzt aufgetaucht ist. Es kann schon sein, dass da jetzt noch mehr kommt, ne? Kann ja sein, dass es, keine Ahnung, 150% am Ende gibt, aber das Schloss halt nur 100% hat. Und der Story-Modus geht viel länger und deswegen braucht man noch viel mehr Geld. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber aktuell ist das Schloss zumindest fertig. Ich bin gespannt. So, noch 1 Minute knapp. Mensch, der Vorteil ist von euch, ihr könnt euch mein Gejammer einfach nicht geben, indem ihr einfach jetzt 40 Sekunden in die Zukunft springt. Indem ihr 3 oder 2 Mal, nee, oder 4 Mal, ich glaube es sind immer 10 Sekunden, auf die Pfeiltaste nach rechts drückt. Damit springt ihr im YouTube-Player in die Zukunft. Ich glaube es sind immer 5 oder 10 Sekunden Schritte, die ihr da macht. Ich weiß es nicht. So kann man sich super gut durch Videos skippen. Ne? Das geht ganz hervorragend. Mensch, Nintendo ist übrigens die Author. Mal gucken, weil da ist das fertige Schloss. Toll. Ganz, ganz großartig. Hallo Luigi, lösch dich. Du hast genervt, mein Freund. Du hast richtig genervt. So. Der Baumeisterhelm. Der Baumeisteranzug. Der so. Ah. Kann ich jetzt den Hammer benutzen? Ach, wirklich? Mensch! Das ist ja eine Sensation. Puh, was ist mit dir los? Können wir jetzt noch mehr bauen?
Nein, aber Aufträge können wir spielen, ja? Prinzessin Peach hat einen Auftrag eingereicht. Ist das die hier, bodenständige Himmelfahrt? Nein, die hier. Auf geht's, Baumeister Mario. Okay, machen wir erstmal die. Ah, da krieg ich den... Alles klar. Da krieg ich den Hammer her. Machen wir die. Yay. Ah, das geht mit dem Kopf nicht. Ja, das geht nur so. Okay. Warte, irgendwie konnte man doch... Wie ging das denn? Ah. Dass das übrigens nicht erklärt... Oder wurde das erklärt? Ah, ich habe nichts gesagt. Ach, ernsthaft. Nee, komm, wir gehen einfach durch. Das gebe ich mir jetzt nicht. Das gebe ich mir jetzt echt nicht. Oh, wait, das ist jetzt nicht so gut. Komm ich... Ah, ich komme aber durch, ne? Das ist ja keine Wand. Ah, es ist doch eine Wand. So, tschüss. Ah, jetzt muss ich wieder bauen. So. Oh, das war, glaube ich, sogar richtig. Aua. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Leim die Blöcke? Ja. Okay. Ich glaube, ich kriege einen neuen Hammer hier. Ja? Nein? Vielleicht? Vielleicht auch nicht, aber ich brauche auch gar keinen mehr. So. Guckst du mal. Tolle Sache das. Tolle Sache. Toller Hammer. Ich finde den nicht so schön als Level-Element, aber ich weiß nicht. Vielleicht kann man ihn ja sinnvoll einsetzen. Ich möchte das nicht anziehen, bitte. Okay, ich krieg den Hammer nicht aus dieser Mission. Ja, gut. So, wo war jetzt dieser On-Off? Ich habe doch einen On-Off gesehen. Hier nicht. Da oben wahrscheinlich, ne? Da ist der On-Off. Oh. Hä? Hä? Der schläft. Okay, der schläft. Wie wecke ich den denn jetzt? Kanone abfeuern? Oder was? Nee, das hat ihn nicht geweckt. Ja, hier, das Ding meine ich. Damit muss ich doch auch noch irgendwas machen können. Ach, warte, da unten waren doch auch noch Blöcke. Ja, da ist halt auch nichts. Die Münze kommt auch nicht wieder. Ha. Ha.
Ja, aber wie komme ich denn jetzt? Ich meine, ich könnte weiter Aufträge machen. Hier ist schon wieder von Peach ein Auftrag. Warte mal. Die hat nichts, ne? Wait, what? Ah! Okay. Jetzt also doch wieder. Erst sagt sie keinen Auftrag mehr, dann hat sie doch wieder einen Auftrag. Aber wie kann ich den da oben denn jetzt wecken? Hallo? Kann halt auch nicht dagegen rollen. Na gut, dann soll er halt erstmal draußen bleiben. Also gut, 1000 Münzen und es geht weiter. Okay, haben wir ja gleich zusammen. Dann machen wir halt mal den Peach-Auftrag weiter. Ah, da kriege ich gerade, da kriege ich keine Münzen, sondern ein T-Shirt. Ja gut, vielleicht kriege ich aber im Level Münzen. Ja gut. Wait, wo habe ich die jetzt liegen lassen? Hä? Hä, wo wurde ich getroffen? Hä? Hä? Ja, das kann ich jetzt verstehen, aber wo sind die? Hä? Seid ihr doof? Wann habe ich die denn verloren? Habe ich nicht mitbekommen. Ach, die werden von denen getroffen. Ups. Ich dachte, das zählt immer nur für mich. Ha! Komplett falsch verstanden. Das Konzept. Gut, ist trotzdem kein allzu langer Abschnitt. Ah, jetzt hat es einen. Ah, ich verstehe. Oh no. So. Abflug. Alle noch da? Gut. Oh no. Oh no, 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 no. Gut. Eieiei. Aber es waren jetzt nicht so viele Münzen, ne? Nope. Ach, toll. Die will ich anziehen. Nicht. Okay, jetzt gibt es aber keinen Peach-Auftrag mehr. Jetzt sind es nur noch normale Aufträge. Das heißt, wir können ganz normal. Alter, wie viele Aufträge das noch sind. Wie soll man. Ich wiederhole mich, aber wieso sollte ich die alle noch brauchen? Kommt jetzt immer noch mehr Zeug dazu? Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr? Kann ja passieren, aber. Puh, wenn ja. Huch. Toll. Oh, nee. Oh, ich hasse diesen Wind, ne? Oh, können wir bitte ganz schnell aus dem Level raus? Da will ich jetzt auch nicht die Münze. Ich will einfach nur raus. Einfach nur raus. Einfach nur hier raus. Aua. Einfach? Oh nein. Nein, 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 nein.
Okay, Checkpoint. Oh no. Verstanden. So. Pilz, Pilz. Ah, auch verstanden. Das war nicht so gut. Okay, jetzt kommen wir ja schon raus hier. Uah! Weg mit dir. Ich will bitte einfach nur... Oh no. Komm, mach sie kaputt. Genau das. Ich will die eh nicht hier haben. Dankeschön. Du bist der Beste. Besser kann man das Level nicht beenden, als diese doofen Dinger zu killen. Finde ich gut. Nee, komm, danke. So, genug Geld für die 1000. Was kommt jetzt? Was bauen die jetzt? Man weiß es nicht. So, zack. Komm her. Ja. Ja, bau. Ja, hier. Ach so, man braucht... Okay, ich verstehe. Ja, ich habe nichts gesagt. Wie viel? Wieder 1000 oder was? Okay, ich verstehe. Also es kommt immer wieder 1000 und dann kommt immer Zeug. Gut, aber das erklärt halt nicht. Was das hier ist. Und wie ich die Blöcke da unten wegkriege. Alles klar, danke dafür. Was ist das jetzt? Ist das das, wo die Antenne dazu gehört? Dazu gehört die Antenne. Speicherbord. Ah ja. Ja. Roboter, der Videos abspielt. Ernsthaft. Diese drei sensationellen Videos möchte ich mir unbedingt nochmal angucken, ja. Oh mein Gott. So, Modus erstaunt mich immer wieder aufs Neue. So, jetzt weiß ich halt trotzdem nicht, wie ich Yamamura da oben wach kriege. Vielleicht kriege ich den auch einfach noch nicht wach. Vielleicht müssen wir dafür noch mehr bauen. Keine Ahnung. Na guck mal, er ist eh gerade gar nicht drin. Jetzt kommt er raus. Aber ich kann da nicht meine Stampfattacke oder irgendwas machen. Ich komme ja nicht an den ran. Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe es nicht. Ist egal. Komm. Wir schließen jetzt erstmal hier an der Stelle ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sind damit storytechnisch durch, aber haben halt noch ganz viele Aufträge. Und jetzt verstehe ich auch, was Counter meint. Offensichtlich reicht dann diese Münzen anscheinend nicht aus, um das hier alles noch fertig zu kriegen, was man noch kriegt, oder was? Wir werden sehen, ob es reicht. Wir werden sehen, wie viel da noch kommen kann. Also immer wieder 1000. Okay. Na gut. Danke fürs Zuschauen.